Herr de Vries hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, niemand in dieser Stadt hat Verständnis dafür, wenn wir uns hier in diesem Hause darüber zerfleischen, welches Instrument nun parlamentarisch das Richtige ist. Die Menschen erwarten von uns, wie es zu diesem traurigen Tod kommen konnte, und die erwarten von uns, dass wir gemeinsam Maßnahmen ergreifen, dass sowas in der Zukunft nicht mehr passiert. Da mag es unterschiedliche Wege geben. Ich respektiere das, was Sie favorisieren, auch was die SPD favorisiert. Wir sind da anderer Auffassung, aber ich warne davor, dieses Spiel zu übertreiben. Damit tun wir weder dem toten Kind noch uns einen Gefallen am Ende. Und das Ziel muss es einfach sein, den Kindesschutz so zu verbessern, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Und ich darf noch mal daran erinnern, wir sprechen von einem Kind, was von Geburt an von staatlichen Stellen betreut wurde. Wir sprechen von einem Kind, dem immer wieder Gewalt angetan wurde, ohne dass jemand zu seinem Wohl gehandelt hat und geschafft hat, es zu schützen. Und ich sage es Ihnen ganz offen, wenn das nicht gelingt in Zukunft, dass wir wenigstens in diesen Fällen... Herr de Vries, Entschuldigung, Sie haben das Wort und im Moment dann gar kein anderer. Bitte fahren Sie fort. Wenn es nicht gelingt in Zukunft, selbst in solchen Fällen, wo es so offenkundig ist, diese Kinder zu schützen, dann ist das Jugendhilfewesen in Hamburg am Ende. Und deswegen muss es unser gemeinsamer Auftrag sein, hier die richtigen Schlüsse rauszuziehen. Und ich weiß nicht, wie ich die Rede des Senators interpretieren soll, Herr Scheele. Sie haben gesagt, der Bericht ist gut. Da ist alles umfassend beschrieben und schonungslos. Sie haben gesagt, wir dürfen keine Kritik an den Mitarbeitern üben, das würde sie demotivieren. Sie haben gesagt, es gibt kein Personalproblem, das würde Ihnen der Bericht zeigen. Und Sie haben dann aufgezählt, was Sie nicht schon alles getan haben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir mit einer solchen Haltung an die Sache gehen, dann werden wir für die Kinder in Hamburg nichts tun können. Und das ist genau der Grund, warum der PUA auch richtig ist. Und Herr Yildiz, wir haben uns ja schon gemeinsam mehrfach bemüht, Ihnen verständlich zu machen, worum es in einem PUA geht. Das hat noch keine Früchte getragen, aber ich will den Versuch nicht aufgeben, das nochmal zu tun. Dort sitzen keine Mitarbeiter auf der Anklagebank. Wir haben auch keine Schuldigen, das muss auch mal an der Stelle gesagt werden. Schuldig sind allein die Eltern, die dieses Kind unmenschlich behandelt haben und in abstoßender Weise noch von ihrem Verhalten ablenken wollten. Aber wir müssen wissen, warum Mitarbeiter so gehandelt haben. Und das können wir nur in einem PUA. Und wir müssen wissen, warum hat das Familiengericht so gehandelt. Und dann wird angesprochen, es gibt häufig Probleme in solchen Fällen, dass das Familiengericht anders entscheidet als die Jugendamtsmitarbeiter. Herr Scheele, aber Sie wissen ganz genau, in diesem Fall war es nicht so. Dort war die Empfehlung des Jugendamtes und die Entscheidung des Jugendamtes war, das Kind zurückzuführen. Und das Familiengericht hat es nur abgenickt, hat noch nicht mal formell entschieden. Insofern ist das nicht die Problematik und deswegen warne ich nochmal davor, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Das ist keine Frage einer Grundgesetzänderung. Und ich habe es mir nochmal durchgelesen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu schützen ist Aufgabe des Staates. Und das gilt selbstverständlich auch für die Kinder, die wir haben. Und das Erziehungsrecht ist in Artikel 6 auch deutlich eingegrenzt. Wir haben ein Erziehungsrecht, aber auch eine Erziehungspflicht. Und der Staat ist verpflichtet, wenn Eltern versagen und wenn sie ihre Kinder verwahrlosen lassen, die Kinder rauszunehmen. Das heißt, es hat alle Instrumente gegeben in diesem Fall. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist ein unsensibler Umgang mit den Kindern. Das Wohl des Kindes war nicht im Mittelpunkt und das müssen wir ändern. Danke.